Ultralinks ist die Tendenz einer Partei, das sozialistische Projekt zu weit voranzutreiben oder eine Politik zu verfolgen, die die Partei von den Massen entfremdet. Ultralink-Parteien nehmen oft eine kommandistische Haltung gegenüber den Arbeitern ein, was bedeutet, dass sie die Arbeiter zwingen, Dinge gegen ihren Willen und mit minimaler demokratischer Beteiligung zu tun. Viele missbrauchen den Begriff Ultralinks, um einfach radikal zu meinen, aber das ist nicht korrekt. Alle revolutionären Parteien sind radikal, wenn man sie mit dem liberalen Status quo vergleicht. Als Ultralinks zu gelten, bedeutet, dass man die Linie der Massen aufgibt. Um unberechtigte Anschuldigungen des Ultralinkssein von tatsächlichem Ultralinkssein unterscheiden zu können, müssen wir die Massenlinie verstehen. Wenn Maoisten von einer Massenlinie sprechen, dann tun wir dies in dem Verständnis, dass die Massen der Arbeiterklasse sich in unterschiedlichen Stadien der Akzeptanz und des Verständnisses befinden. Es wird diejenigen geben, die mehr unter dem gegenwärtigen System leiden und einige, die weniger leiden. Es wird diejenigen geben, die reaktionäre Ansichten vertreten und für den bürgerlichen Staat eintreten. Und es wird diejenigen geben, die proletarische Ansichten vertreten und für den Sozialismus eintreten. Das Ziel der Massenlinie ist es, die Partei in den Massen zu verankern, die revolutionären und fortgeschrittenen Sektoren der Arbeiterklasse zu stärken und zu rekrutieren, die Mittleren zu stärken und zu ermutigen und die Rückständigen zum Sozialismus zu erziehen. Eine revolutionäre Massenlinie wird vielleicht nicht die anfängliche Unterstützung der rückständigen Arbeiterklasse haben, aber es müssen alle Anstrengungen unternommen werden, um zu versuchen, sie zum Sozialismus zu erziehen. Nicht von einem chauvinistischen oder herablassenden Standpunkt aus, sondern indem man die Widersprüche innerhalb dieser rückständigen Sektoren untersucht und einen revolutionären Kern aus dem reaktionären Dreck herauskitzelt. Natürlich sind maoistische Parteien in der Lage, ultralinks zu werden, wenn die Massenlinie nicht beibehalten wird. Aber eine Partei, die ordnungsgemäß an der Massenlinie festhält, kann per Definition nicht ultralinks sein. Oft wird eine Partei, die auf dem Kampf gegen den Revisionismus beharrt, von Revisionisten als ultralinks bezeichnet, nur weil sie die Revolution unterstützt. Wie bereits erwähnt, gibt es aber auch die Tendenz, die Massenlinie falsch anzuwenden, indem man die rückständigen reaktionären Elemente der Arbeiterklasse gegenüber den fortschrittlichen revolutionären Elementen unterstützt. Revisionisten unterstützen gerne die reaktionären Elemente der Arbeiterklasse und bezeichnen jeden, der es wagt, die Kräfte der Reaktion zu bekämpfen, als ultralinks. Sie werden auch den kapitalistischen Weg als pragmatisch verschleiern, während sie den sozialistischen Weg ebenfalls als ultralinks denunzieren. Auf diese Weise wird der Begriff Ultralinks von den Revisionisten als Waffe eingesetzt, um einen echten Linienkampf zu unterdrücken und Revolutionäre als Randgruppen, gewalttätige oder idealistische Radikale zu verleumden. Es muss darauf geachtet werden, dass diese unbegründeten Anschuldigungen des Ultralinkssein vom tatsächlichen Ultralinkssein unterschieden werden. Das tatsächliche Ultralinkssein ist eine Bedrohung für die Revolution. Es birgt die Gefahr, dass sich die Partei von den Massen entfremdet und in seinen extremen Ausprägungen bringt er die Massen aktiv gegen die Partei und in die Hände der Kontrarevolutionäre. Maoistische Formationen haben in der Vergangenheit den Fehler des Ultralinkssein begangen und als Teilfolge Rückschläge und Niederlagen erlitten. Alle linken Tendenzen sind jedoch in der Lage, den Fehler des Ultralinkssein zu begehen. Und die gesamte maoistische Tendenz, pauschal als Ultralinks einzustufen, ist ein grundlegender Fehler, der von denjenigen begangen wird, die den Maoismus kritisieren, ohne zu verstehen, dass auch Maoisten diesen Fehler kritisieren und das oft mit viel größerer Klarheit. Jeden einzelnen Versuch, den Maoismus anzuwenden, als Ultralinks zu bezeichnen, führt zu einem Junge-schreit-Wolf-Szenario, bei dem die wahre Bedeutung des Begriffs Ultralinks verloren geht. Und wenn sich das tatsächliche Ultralinkssein manifestiert, bleibt der Fehler inmitten der Berge von Falschdarstellungen und Anschuldigungen unerkannt. Abenteurertum ist der Versuch, die Revolution voranzutreiben, ohne eine ausreichende Unterstützung durch die arbeitenden Massen zu haben. Abenteurer sind diejenigen, die danach streben, die revolutionäre Aktion zu begehen, nicht aus einem Gefühl der Notwendigkeit heraus oder mit ausreichender Unterstützung und Vorbereitung, sondern lediglich um der Gewalt und des Abenteuers willen. Sie haben oft ein kleinbürgerliches Bewusstsein und wollen der Partei nicht aus Pflichtgefühl oder Überzeugung beitreten, sondern aus dem Wunsch heraus, Helden zu sein und Ruhm zu ernten. Sie verhalten sich oft rücksichtslos und wenig diszipliniert. Dies bringt die gesamte Bewegung in Gefahr und fördert die Vergeltung des bürgerlichen Staates in einer verfrühten Phase der Revolution, in der die Partei am schwächsten ist und die Massen noch nicht erwacht sind. Ein maoistischer Kader schließt sich der Partei an und engagiert sich in der revolutionären Aktion aus der Notwendigkeit heraus und mit Disziplin. Abenteurertum ist oft ein Thema, insbesondere bei anarchistischen Tendenzen. Aber das kann, wie das Ultralinkssein, auf viele Tendenzen zutreffen. Ebenso wie das Ultralinkssein wird der Vorwurf des Abenteurertums von Revisionisten oft als Schutzschild benutzt, um Untätigkeit oder Kapitulation vor dem Liberalismus zu rechtfertigen.
Obwohl wir uns bewusst sind, dass der Vorwurf des Abenteurertums dazu benutzt wird, den Maoismus pauschal zu verurteilen, müssen wir uns dennoch der Gefahren eines echten Abenteurertums bewusst sein und wissen, wie es zum Ruin führen kann. Alle von der Partei unternommenen Aktionen müssen im Voraus geplant werden, müssen eine ausreichende Unterstützung in den Massen der Arbeiterklasse finden. Ein Handeln, das von der Unterstützung der Arbeiterklasse losgelöst ist, würde die Partei von den Massen entfremden und Ultralinks werden. Im schlimmsten Fall kann Abenteurertum die Massen gegen die Partei und in die Hände der Konterrevolutionäre und des bürgerlichen Staates treiben. Abenteurertum verhindert die Etablierung und Aufrechterhaltung der Massenlinie und steht daher im Gegensatz zum Maoismus, der fordert, dass alle revolutionären Aktionen unter der Beibehaltung der Massenlinie durchgeführt werden. Aus diesem Grund ist die Behauptung, dass alle maoistischen Bewegungen von vornherein abenteuerlich sind, schlichtweg falsch. Sicherlich war Abenteurertum ein Problem in maoistischen Bewegungen, aber wie die übrigen Kritikpunkte sind sie nicht nur auf den Maoismus beschränkt, sondern können auch auf den Marxismus-Leninismus und zahlreiche andere Strömungen zutreffen. Nun, da wir überprüft haben, was Ultralinks und Abenteurertum ist und was nicht und verstanden haben, wie diese Konzepte vor Revisionisten zu Waffen gemacht werden, was können Maoisten tun, um die Probleme dieser Fehler tatsächlich anzugehen, wenn sie sich manifestieren? Wie wir erörtert haben, besteht der Hauptweg, diese Hindernisse zu überwinden, darin, die Massenlinie beizubehalten. Was aber, wenn wir uns in einem Land befinden, in dem die Mehrheit der Arbeiterklasse sehr reaktionär ist? In diesem Fall muss die Partei die fortgeschrittenen Sektoren vereinigen und stärken, also jene Sektoren, die sich am ehesten dem bürgerlichen Staat widersetzen und die Revolution von vornherein unterstützen. Dies geschieht durch eine sorgfältige Untersuchung ihrer besonderen Bedingungen. Wie ist ihr Lebensstandard? Welcher Art sind die wirtschaftlichen Unterdrückungsinstrumente, mit denen sie konfrontiert sind? Welcher Art von kultureller Unterdrückung sind sie ausgesetzt? Was können wir Maoisten von diesen Bedingungen lernen? Und wie können wir uns diesen Bedingungen so anpassen, dass wir diesen fortgeschrittenen Sektor mit unseren Bedingungen vereinen? Das sind die Fragen, die wir uns von Anfang an stellen müssen. Von dort aus beginnen wir, eine Unterstützungsbasis unter den Massen zu gewinnen und diese Unterstützungsbasis zu nutzen, um die mittleren Sektoren der Arbeiterklasse zu stärken und zu ermutigen, deren revolutionäres Bewusstsein vielleicht latent und unterentwickelt ist. Dies ist bei vielen sogenannten Progressiven der Fall, die sich nur halbbewusst sind und das Gefühl haben, dass das System fehlerhaft und dysfunktional ist, ihnen aber die theoretische Brille fehlt, um das Ausmaß dieser Dysfunktion in vollem Umfang zu erkennen. Es ist unsere Aufgabe, in dieser Hinsicht für Klarheit und Orientierung zu sorgen, dieses latente proletarische Bewusstsein zu wecken und diese neu gewonnene Klarheit auf das Ziel der Revolution auszurichten. Was die rückständigen Elemente betrifft, müssen wir versuchen, sie zum Sozialismus, zu einem proletarischen Bewusstsein zu erziehen. Das ist ein harter Kampf, denn viele von ihnen sind von antikommunistischer Rhetorik durchdrungen und rezitieren gedankenlos die ganze Propaganda gegen den Kommunismus, die sie ihr Leben lang gehört haben. Wir müssen versuchen, mit ihnen geduldig zu sein und einen Weg zu finden, aus dem reaktionären Dreck einen Hauch von proletarischem Bewusstsein herauszukitzeln. Meistens müssen wir mit den Grundlagen beginnen, indem wir auf Konzepte hinweisen, die für diejenigen, die nicht reaktionär sind, als offensichtlich gelten. Dass Rassismus schlecht ist, religiöse Diskriminierung und dogmatische Bigotie schlecht sind, Faschismus schlecht ist und so weiter. Diese Menschen müssen deprogrammiert und umerzogen werden. Das soll nicht heißen, dass Maoisten auf sie herabsehen oder sie wie Kinder behandeln sollten. Aber wir müssen verstehen, dass sie ein kindliches Verständnis von der Welt, der Politik, der Wirtschaft und der Gesellschaft haben. Und wie bei einem temperamentvollen und störrischen Kind müssen die Maoisten geduldig, aber bestimmt sein und dürfen die Integrität unserer Botschaft nicht durch Unehrlichkeit gefährden. Wie wir in der vorherigen Folge erklärt haben, ist der Kommunismus gegen die weiße Vorherrschaft, gegen den Imperialismus, gegen die Konservativen, gegen die Bigotie und gegen die Religion. Wir können nicht um den heißen Brei herumreden und so tun, als ob der Kommunismus mit irgendeinem dieser Aspekte vereinbar wäre. Meistens ist es der religiöse Aspekt, der am meisten Anlass zur Sorge gibt, vor allem in den reaktionären Kreisen. Wie Maoisten mit dem Thema Religion umgehen sollten, wird in einem späteren Video detailliert beschrieben. Aber die wichtigste Lektion hier ist, dass der Maoismus die Metaphysik ablehnt und damit auch eine religiöse Interpretation der Realität. Religion kann ein Werkzeug für die Revolution sein, wie es bei der Befreiungstheologie der Fall ist. Aber sie ist ein zweischneidiges Schwert, wenn man zulässt, dass die Metaphysik den dialektisch-materialistischen Ansatz verdrängt. Und Maoisten wären nachlässig, sich zu sehr auf metaphysische Argumente zu stützen, um unsere Theorie zu stützen und die Massen zu erreichen. Wir opfern unsere theoretische Integrität im Namen der Bequemlichkeit.
Was ist mit Abenteurertum? Das ist eine einfache Frage des Bewusstseins. Die Partei muss sich darüber im Klaren sein, in welchem Stadium sie sich befindet. Wenn die Massen noch keine ausreichende Unterstützungsbasis haben, wäre jede Aktion, die die Revolution ankurbeln soll, verfrüht und würde höchstwahrscheinlich zur Zerstörung der Partei, zu schweren Rückschlägen, zur Entfremdung von den Massen und zur Konterrevolution seitens des bürgerlichen Staats und seiner Anhänger führen. Abenteurertum resultiert aus Ungeduld und Unreife, aus dem Wunsch, ein Held zu sein und sich einen Namen zu machen. Dies war die Strategie der Narodnik-Bewegung in Russland vor der Sowjetunion und ist auch unter Anarchisten häufig anzutreffen. In der Anfangsphase des Aufbaus einer revolutionären Bewegung ist das Abenteurertum selbstmörderisch. Entgegen der Annahme, dass heldenhafte Darbietungen des Abenteurertums die Massen zum Aufstand inspirieren werden, wird er die Massen noch tiefer in die Hände des bürgerlichen Staates treiben. Innerhalb des Abenteurertums gibt es einen zügellosen Individualismus. Der Maoismus als Bewegung der Arbeiterklasse muss diesen Individualismus ablehnen.